44. Spieltag in der deutschen Eishockey-Liga. Die Schwenninger Wild Wings waren in der heimischen Helios Arena Gastgeber gegen Nürnberg. Und Pat Cortina hatte personelle Probleme ohne Hulz, ohne Timonen. Rob Wilson dagegen konnte mit der gleichen Mannschaft spielen, die am Freitag gegen Wolfsburg gewonnen hat. Und er sah eine stürmische Mannschaft aus Nürnberg, die Powerplay hatten. 13. Spielminute. Scheibe kommt auf Pödel und plötzlich ist der Puck im Netz. 1:0 für Nürnberg. Leo Pödel aus dem Handgelenk an die Schulter von Dustin Strahlmeier. Und John Mitchell muss nicht mehr eingreifen. Die Nürnberger, unterstützt von 700 Fans, die mit dem Sonderzug angereist waren, oben auf in diesem ersten Drittel. Und hier sehen wir es nochmal schön in der Übertorkamera. Viel Verkehr vor Dustin Strahlmeier, der die Scheibe zu spät sieht und dann auch zu spät reagiert. Und Nürnberg weiter im Powerplay mit Steckel, mit Gilbert und mit Patrick Reimer. 10. Saisontreffer für den Kapitän, der da die Konfusion vor dem Kasten der Wild Wings ausnutzt. Steckel, Gilbert, Strahlmeier dreht sich vom Spielfeld weg und hat dann keine Möglichkeit mehr, diesen Schuss von Reimer irgendwie zu halten. Nürnberg zuletzt schwach im Powerplay. Diesmal gegen Schwenningen deutlich besser. Aber die Schwarzwälder, sie kamen nochmal. Kurz vor Drittelende. Giuliatti auf Pukula. Und das war richtig knapp. Oh mein Haar, der Anschlusstreffer für die Wild Wings. Giuliatti, verfolgt von Aronson, lässt klasse liegen für Pukula und der trifft, und da sind wir hier sehr schön, nur den rechten Pfosten. 2:0 also für die Nürnberger nach den ersten 20 Minuten und diese Miene, sie sprach Bände. Und sie sollte nicht besser werden, denn kaum eine Minute gespielt. Nürnberg mit der Top-Reihe um Reimer und Illes und plötzlich stand es 3:0. 21. Minute, Yassin Illes schneller als Marc El-Sayed. Und das den Strahlmeier ein drittes Mal geschlagen. Schwaches Abwehrverhalten der Hausherren und das sollte seine Fortsetzung folgen. Hier der Scheibenverlust. Drei Schwenninger orientieren sich auf Illes. Reimer völlig frei. Und er bedankt sich mit seinem zweiten Doppelpack in dieser Saison. 26. Minute, 4:0. Klasse gemacht. Ein echtes Sahnehäubchen von Patrick Reimer. Es schien die Vorentscheidung in dieser Partie zu sein. Aber die Wild Wings, sie kämpften, sie bissen und sie schossen. Action und plötzlich das Ding an Andi Jenicke vorbei. Nur noch 4:1 für die Gäste, weil Damien Fleury das Ding irgendwie an Jenicke vorbei abfälscht, der keine Abwehrchance hat. Zum ersten Mal also Jubel bei den Fans der Hausherren. Schwenningen wollte mehr. Und Rob Wilson, der wollte den Sieg mit nach Hause nehmen. Und die Nürnberger, sie wissen, wie man die Schwenninger stoppt. Hier Brad Festerling, rustikal gegen Damien Fleury. Dafür gab es 2+10 für den Verteidiger. Fleury hält sich da kurz mal das Gesicht, konnte aber unverletzt weitermachen. Weiter Schwenningen, Batalisch, Höflin, Latte. Wieder eine dicke Möglichkeit für am Ende doch engagierte Schwenninger, die aber an diesem Tag einfach kein Scheibenglück hatten. Toller Schuss von Mirko Höflin. Aber am Ende fehlten da nur Zentimeter. Letzte Chance. Weber mit der Chance aufs 5:1. Aber Dustin Strahlmeier entschärfte diese Möglichkeit. Es war zugleich die letzte gute Möglichkeit für die Gäste. Und natürlich waren sie hochzufrieden. Allen voran Yassin Illes. Heute haben wir wieder eigentlich ziemlich solide gespielt. Bis auf die letzten 5-6 Minuten vom zweiten Drittel haben wir ein bisschen Warten verloren. Und ansonsten haben wir es im letzten Drittel wieder solide runtergespielt und auch verdient gewonnen. Ja, die Nürnberger jetzt mit 2 Siegen am Stück kämpfen nach wie vor um Platz 1 und die Wild Wings mit 2 Spielen mehr müssen schon langsam um die Playoffs bangen.